Es ist mal wieder an der Zeit, einen kleinen Urlaubsritt mit Winnie zu unternehmen. Letztes Jahr waren wir beide in Burren in County Clare. Dieses Jahr geht es nach Wicklow. In 300 Meters, you will arrive at your destination. You have arrived. Und mit freundlicher Hilfeleistung der Navigationsfrau treffen wir auch bald an unserem Ausgangspunkt ein. Klisman Horse Caravans haben uns freundlicherweise erlaubt, das Auto bei ihnen zu parken. Time to wake up. Oh, Winnie, take a picture of us. There we are. There. Fully packed. Und schon bald geht es los zum ersten Teil unseres 3-Tage-Rittes. 26 Kilometer bis Glendalough House. County Wicklow wird der Garten Irlands genannt. Ich weiß eigentlich nicht so recht warum. Aber schöne große Bäume haben sie dort. Und wunderschöne ruhige Waldwege. Bit sweaty, Winnie. Bald schon war es an der Zeit für eine erste Pause. Gras für Winnie, belegte Brote für mich. A piece of cake. Let's have a look. Not too squashed, Winnie. Weil ich als Sport mit Track Ireland an Orientierungsritten teilnehme. Now we keep going a bit longer. See where that road leads, shall we? Little trot there, Winnie. War es gar nicht so schwer, schöne abgelegene Wege abseits der Hauptrouten zu finden und sich dabei nicht allzu sehr zu verirren. Not much happening in Kirikee Hall. Food and drink served all day, Winnie. We'll stop there, shall we? Regelmäßige Pausen sind auf solchen Ritten wichtig. Ein kleiner Nachmittagsschlaf für Winnie und kalter Saft für mich. Und ein bisschen Karten lesen, nur um sicher zu gehen. We are here now. All the way. Nah. Better follow those signs, Winnie. Oh gosh, sounds serious. Diese Militärstraße wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von den Briten gebaut, um die irischen Rebellen in dieser Gegend unter Kontrolle zu bekommen. Hat aber leider nicht geklappt. Look at that. Blueberries, Winnie. Clear blueberry. I think that means no, does it? No? Oh, try it. Hey, yummy. Leave small for me then. Offensichtlich war nicht nur ich auf ein Abenteuer aus, sondern auch die Ameisenprinzessinnen waren eifrig unterwegs. Dieser Briefkasten stammt noch aus der Zeit, als die englische Krone über Irland regiert hat. Die Buchstaben stehen für George Rex oder König George. Leider wird er anscheinend nicht mehr gelehrt, also die Postkarten lieber nicht einwerfen. Manche Einheimischen hatten großes Interesse an uns. Es wurde schon dämmerig, als wir endlich in Glendalough House ankamen. Dort haben wir für 2 Nächte eine Unterkunft gefunden. Am nächsten Tag musste ich mich ein wenig umschauen. Viele Gebäude, aber alles menschenleer. Winnie hat ihr 5-Sterne-Strohbett wohl sehr genossen. Und nach ein bisschen Bürsten und Durchchecken ging es auch schon wieder los. An diesem zweiten Tag wollten wir nach Glendalough, um uns die berühmten Seen und das Kloster anzuschauen. Dort war nicht sehr viel erlaubt, aber Pferde waren nicht verboten. Prima, denn Winnie war ziemlich durstig. Ein See kommt da gerade recht.
Alles war so hübsch, wie wir es uns ausgemalt hatten. Aber überall waren Menschen. Cars everywhere, Winnie. I know. We're a bit out of place here, aren't we? Yeah, let's go somewhere quiet, shall we? Well, I think I deserved this ice cream and you deserved the grass. Wie schön war es da, wieder ruhig durch den Wald zu reiten. Am nächsten Tag wachte ich vom Regen auf, hat aber nichts ausgemacht. Gleich nochmal Kaffee aufsetzen. Und Winnie fand ein zweites Frühstück auch ganz gut. Bevor es wieder zurück zum Auto ging, habe ich mir noch mit Winnie die Zeit genommen, das Gut rund um Glendalough House zu erkunden. Ganze Herden von Wild leben auf den über 500 Hektar Weideland und in den über 200 Hektar Wald. Man kann sich gut vorstellen, dass dieses Gut mal ein erfolgreicher und wohlhabender landwirtschaftlicher Betrieb war. Heutzutage wird das Land verpachtet und auf dem Gutshof finden Hochzeiten statt. Außerdem wird das Land an Filmproduzenten vermietet, für Serien wie zum Beispiel die Wikinger. Dieser Eichenwald ist einer der größten in Irland in Privatbesitz. Aber das schönste Erlebnis stand uns noch bevor. Eine kleine Lichtung, umgeben von Mammutbäumen. Wo wir leben, haben wir so viel mehr Niederschlag und so viel weniger fruchtbare Erde. Daher ist es sehr interessant zu sehen, was in anderen Teilen Irlands wächst. Wäre toll, wenn solche Bäume auch bei uns wachsen würden, aber die würde der starke Wind bei uns nur umwehen. Und alles war unterlegt mit einem Teppich aus Buschwindrosen. Aber dann war es wirklich an der Zeit, zurückzureiten. Für mich ist diese Reise in Gesellschaft eines meiner Pferde weit weg von daheim immer etwas Besonderes. Es ist die Mischung aus Freiheit, Unabhängigkeit, Weite, Einfachkeit, Langsamkeit und Nähe zu Pferd und Natur. Aber auch die Gewissheit, dass wir, wenn wir dann heimkehren, herzlich empfangen werden.